Como tanto o presidente Van Rompuy como o presidente Durão Barroso assinalaram, no Brasil nós vamos ter a Copa do Mundo. Nós chamamos a Copa das Copas, tem uma certa declaração de amor nessa Copa das Copas. Nós chamamos Copa das Copas porque nunca deixamos de participar numa Copa. Ganhamos 5 e temos uma grande disposição de concorrer e competir. Das Gymkhana ist als Geschicklichkeitsprüfung bekannt. Die Gymkhana-Prüfung testet, ob ein Pferd schreckhaft ist, beziehungsweise Angst vor unbekannten und furchterregenden Gegenständen hat. Der Schweizerische Freiberger Zuchtverband führt ca. 10% aller Leistungsprüfungen als Das ist wirklich absurd. Als zubereitet gilt und somit grundsätzlich zum Kapitel 16 des Zolltarifs gehört. An der Grenze zu vollziehende wirtschaftliche Maßnahmen im Allgemeinen und die Höhe der Zollansätze im Besonderen stellen ausdrücklich keine Gründe dar, eine Ware nicht tarifgemäß einzureihen. In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung zum Zolltarif zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Binderfleisch. Ausgeschlossen von diesem Kapitel bleibt hingegen Fleisch, bei dem die Wirkstoffe auf allen Flächen des Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge wahrnehmbar sind.